Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Koop-Torwart-Karriere im WM-Modus zusammen mit dem Jan. Hi. Hallo. Wir sind hier in der K.O.-Phase drin. Ihr könnt die anderen Spiele schon sehen, bisher hat noch keiner gespielt. Wir spielen im Achtelfinale gegen Russland und ich hoffe natürlich, dass wir weiterkommen. Dann haben wir als Gegner entweder Frankreich oder Argentinien, also beides richtig, richtig starke Mannschaften. Aber erstmal müssen wir jetzt gegen Russland weiterkommen. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, da haben wir gegen Marokko gespielt. Ein richtig, richtig knappes und spannendes Spiel. Rechts oben beim i verlinkt, müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Außerdem ist rechts oben beim i auch noch Jan verlinkt, beziehungsweise seine vierte Folge der Koop-Torwart-Karriere im WM-Modus. Schaut da auf jeden Fall vorbei, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Alle, die jetzt von Jan rübergekommen sind, für die verlinke ich im Laufe des Videos ein paar Playlists. Da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen durchklicken, falls ihr eben, wie gesagt, neu auf meinem Kanal seid. Ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt rein in das Spiel gegen Russland. Let's go! Oh, Alter, was ist das? Okay, dein Torwart. Ja, die Aufstellung ist geil. Die da vorne vor allem, da der Stürmer und der ZOM da so richtig krumm. Aber dein Torwart hat eine 80, ist auf jeden Fall okay, ist machbar mit dem zu spielen. Russland, der Gastgeber. Mal gucken, wie sie schlagen werden. Auf geht's. So, die Spieler betreten den Platz. Falls euch dieses Projekt gefällt, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Außerdem könnt ihr rechts oben bei mir mal abstimmen, ob ihr Bock hättet auf eine Staffel 2. Das wäre ganz nice. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Gut, Leute, ich hoffe, das wird was. Ich hoffe nicht, dass wir hier direkt rausfliegen. Aber man weiß nie. Gegen den Gastgeber Russland bin ich echt gespannt, wie es hier weitergeht. Ja. So schnell kann es gehen. Dritte Minute. Die Spanier sind offensiv freudiger in diesem Spiel. Ja, nicht so wie im letzten Spiel. Das war ja richtig anstrengend. Aber hier fangen sie direkt gut an. Ja, das ist auch nichts zu machen. Wieder rechts oben rein in den Knick. Da ist nichts zu machen. In der dritten Minute Iniesta mit dem 1:0. Das hier ist jetzt mal ein Konter. Oh! Glanzparade! Das wäre jetzt direkte Antwort gewesen. Ei! Knapp. 3 gegen 1 da hinten gerade. Ja. Ja, du hast nicht auf Konter gestellt und die kontern. Ja. Das ist auch geil. Oh! Den haben wir. Jetzt zweiter Kopfball. Zack! Da sind wir wieder zur Stelle. Faust den mal weg. Passt der nochmal raus, das war so klar. Oh. Und dann macht den aber! Gut. 2:0! Was geht hier denn ab? Ich weiß nicht, ob er den haben hätte können, also den ersten auf jeden Fall nicht, bei dem habe ich es jetzt nicht genau gesehen. Muss das auch nochmal sehen. Hm. Wenn er gesprungen wäre, nicht so, er hat nur den Fuß rausgestellt. Ja. Ja, auch das kann man jetzt in der Hose, machen. Der kann nicht gut sein. Da kann man nichts machen, ja, also es liegt halt oft am Torwart, die Torwartstärke und so. Aber naja, es war ziemlich offensichtlich, dass er da rausspielt. Dass er ihn aber macht, damit hätte ich nicht gerechnet. 2:0 nach 14 Minuten. Oh, den können wir fangen. Boah, die Tore hinten, die Paraden, das ist mein Game nach dem Geschmack. Ja, und dann das. Ja, aber tatsächlich, also das ist gut. Oh shit. Oh, Alter! Shit. Ich hab gar. Sorry Leute, aber was war das denn? Ich wollte da gar nicht stehen. Hä? Was hab ich denn gemacht? Manuel Neuer. Hä? Ich komme gar nicht drauf klar. Ich hab gar nichts gemacht und der stand einfach da und ich wollte nicht, dass der da steht.
Alter, das war ja richtig knapp, dass das gut gegangen ist. Ja, da sind wir schneller als der Stürmer. Nice one. Oh, da bildet sich die Lücke. Und da kommt Ramos. Ramos mit dem nice Pass und er spielt ihn quer. Einmal hat es was gebracht, dass Spanien Pass und Pass spielt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nein, aber Spanien. Nicht geschossen. Spanien spielt ganz, ganz oft. Ja, dass immer, der da nicht schießt. Ja, es ist halt einfach Spanien. Die spielen halt dauernd Pässe. Und das ist eigentlich kacke, weil sie so die Tore verhauen. Und jetzt hat es einmal was gebracht. Und sie machen dadurch, dass er da nicht schießt, sondern den Pass spielt, das Tor. 3-0 jetzt schon. Krass. Elfmeter. Es ist 29. Minute. Was passiert hier? 3-0 und 29. Minute der Elfmeter. Nach drei richtig knappen Gruppenphasenspielen. Weiß nicht, sagt man das so? Keine Ahnung. Kommt hier so ein Spiel. Nach 29 Minuten der Elfmeter der Chance auf das 4-0. Russland wird demontiert. Iniesta, bitte. Ja, ja, da war es eine falsche Ecke. Kann man nichts machen. Elfmeter ist echt schwer zu halten, finde ich auch. 4-0 nach 29 Minuten, nach so einer schweren Gruppenphase, demontieren wir hier, wie du schon gesagt hast, Russland. Den hätte ich aber auch so nicht bekommen, den Elfmeter. Nee. Also. Ich hatte schon Angst, dass er nicht reinmacht. Das war gerade noch so. War auch voller Hoffnung, dass ich den halte, aber nicht so. Ja, den können wir fangen. Also so richtig gefährlich sind die Chancen von Russland bisher noch nicht. Zack, den holen wir uns. Komm, Verteidigung Russland, einmal was Gutes machen. Holy shit, da holen sie ihn raus. Aber er hat ihn weggegrätscht. Jetzt vielleicht nochmal der Konter, falls er nicht abpfeift. Ja, tatsächlich, er pfeift nicht ab. Es gibt nochmal die Chance. Ah, nee. Super Grätsch hier von Piquet und eine super erste Halbzeit meiner Mannschaft. Ich bin richtig beeindruckt. 4-0 schon nach 29 Minuten und 4-0 in der Halbzeit, das ist schon nicht schlecht. Definitiv. Gegen die Gastgeber. Gut, Russland ist jetzt nicht die allerkrasseste Mannschaft, aber hätte ich nicht erwartet, also definitiv nicht. Ein Ball für mich und Freistoß, glaube ich, ne? Kein Elfer. Ja, müsste Freistoß sein. Ja, so wie er dahin läuft schon. Ich sehe halt überhaupt nichts jetzt. Ich kann nur Glück haben. Ja, okay. Ja, da holt er sich den Ball. Oh, scheiße. Legt ihn direkt hin. Was war das denn? Das wollte ich nicht. Alter, ich habe gerade so einen Herzinfarkt bekommen. Also, was heißt Herzinfarkt? Aber ein Schock. Ja, 360 und wir haben den Ball. Ja, den haben wir nicht fangen können, das war nicht so geil. Was macht der Typ jetzt hier? Und mal wieder eine Ecke, wo ich überhaupt nichts sehe. Und auch aus dem Tor rausrennen, warum auch immer. Und auch das Tor kassier. Warum bin ich aus dem Tor rausgerannt, wenn ich nichts sehe? Was war das? Das sind hier Fragen über Fragen. Sorry, Leute. Mein Fehler, definitiv. Ich dachte, wenn ich da rausrenne, jetzt bei der Ecke, kriege ich ihn vielleicht besser. Ja, keine gute Idee. 1-4, Anschlusstreffer von Russland. Hallo? Hä? Der ist einfach unter mich drunter durch, der Ball. Was war das denn? Alter, den habe ich in die Latte gelenkt, glaube ich, oder? Echt? Ich glaube, ich war da dran. Ich glaube nicht, also nee, mir. Nee. War der nicht dran? Nee. Okay, ich war da nicht dran. Aber was war das gerade? Keine Ahnung, ich bin da nicht dran. Wir sind echte Profis. Wow! Eine riesige Chance. Der hätte nur noch zwei Schritte gehen müssen. Ja, da muss man aber auch mal sagen, Russland ist stärker geworden im zweiten Durchgang. Ja, das stimmt. Ich meine, Tor erzielt, 73. Minute. Und nicht wirklich viele große Fehler oder so, aber es reicht halt einfach auch nicht. Aber Spanien ist auch einfach stark in dem Spiel.
Ja. Wir können echt viele Bälle festhalten in diesem Spiel. Das ist echt krass. Und jetzt das 1 gegen... Ja, doch, 1 gegen 1. Jetzt kommt das 1 gegen 1 zustande. 2 gegen 1 sogar. Und wir können den Ball parieren. Ich fasse es nicht. Wow, das war stark. Also ein krasses Spiel hier. Muss ich mich mal selbst loben. Eine gute Leistung. Wir haben schon einige Bälle gepariert. Und jetzt die nächste. Jawohl, jetzt hat er ihn reingehauen. 2:4, aber zu spät, wo sie jetzt doch nochmal richtig stark offensiv spielen. Also Spanien kriegt irgendwie keinen Ball mehr aufs Tor. Also gut, du hast schon ein paar gehalten, auch auf jeden Fall. Aber irgendwie kein Tor mehr hin. Jetzt der Anschluss wäre von 2:4. Aber wie du schon sagst, das ist jetzt schon zu spät. Ja. Oh, was für eine krasse Parade. Richtig stark. Der wäre fast drin gewesen. Natürlich nicht so geil, dass du da aus dem Tor ein bisschen rausgekommen bist. Aber, dass du den noch geholt hast, krass. Das war die letzte Chance von Russland. Die letzte Chance in diesem Spiel. Nach dem 4:0, 2:4. Ich meine, wir haben immer noch gewonnen. Auf jeden Fall gut gespielt. Russland wurde in der zweiten Halbzeit stärker und hat auch 2 Tore gemacht. Kann man ihn auf jeden Fall gönnen. Allerdings sind wir eine Runde weiter und spielen jetzt entweder gegen Frankreich oder gegen Argentinien. Ich bin mal gespannt, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Ja. Was denkst du? Ich denke Argentinien. So, wir sind auf jeden Fall weiter im Viertelfinale und Frankreich ist unser Gegner. Sie konnten tatsächlich mit 3:1 gegen Argentinien gewinnen. Die anderen Ergebnisse, Portugal konnte sich gegen Uruguay durchsetzen im Elfmeterschießen mit 4:3. Die spielen gegen Kroatien, die sich gegen Dänemark mit 3:1 durchsetzen konnten. Danke, Obama. Des Weiteren hat sich Deutschland durchgesetzt gegen Serbien im Elfmeterschießen mit 4:3. Die spielen gegen England, die sich mit 1:0 gegen Kolumbien durchsetzen konnten. Ebenfalls hat Brasilien gegen Mexiko mit 4:0 gewonnen und Belgien gegen Polen mit 2:1. Heißt, auch die beiden spielen gegeneinander im Viertelfinale. Das Viertelfinalspiel Frankreich gegen Spanien sehen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge vorbei. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.